wow. Ja, da erstmal wow und dann habe ich mir zuerst gedacht, was ist passiert? Erzähl mir's. Ein Schulhaus, drei Teams und sechs Level. Und nur ein Pokal, und den spielen wir. Das ist SRF Kids Next Level. Wir sind im Glarnerland. Du, der zuschaust, ich und die drei Schulklassen hier, die gegeneinander antreten in dieser Show. Weil das ist das, was wir wissen wollen. Welche Klasse ist die beste? Ist es die fünfte Klasse von Nixtel, Schwanden oder Niederurne? Sie alle treten die Challenges gegeneinander an. Dafür brauchen die Kinder einen Haufen verschiedene Fähigkeiten. Level um Level sammeln sie immer mehr Sterne. Die zwei Klassen mit den meisten Sternen schaffen es ins letzte Level, ins grosse Finale. Aktuell führt die Klasse aus Schwanden. Aber es ist unglaublich knapp. Schwanden hat nur einen einzigen Stern mehr als die anderen. Es ist toller als das Tollste der ganzen Universum. Zwischen Niederurne und Nixtel ist Gleichstand. Sie sind beide auf dem zweiten Platz. Wir könnten es noch schaffen, wenn wir alles geben. Jetzt müssen wir Vollgas geben, damit wir müssen das Ding machen. Wir spielen um die nächsten Sterne. Wir sind im vierten Level und da haben wir eine Challenge parat. Die kennst du wahrscheinlich so als Spiel. So wie wir es jetzt hier machen bei SRF Kids Next Level, hast du es wahrscheinlich noch nie gesehen. Es braucht ein bisschen Köpfli. Schnell sein ist nicht schlecht und ein bisschen Kraft hilft auch. In dieser Challenge spielen wir Memory. Aber nicht einfach so, sondern in riesig gross. Nicht mit Memory-Kärtchen, sondern mit Turnmatten. Und die müssen die Kinder das zweite umtrüllen. Dafür haben sie so lange Zeit, wie sich ihr Gespönchen an dieser Stange heben kann. Und um es noch etwas schwieriger zu machen, die Teams müssen nicht nur Pärchen finden, sondern Trios. Also drei Bilder, die zusammenpassen. Und dann gibt es noch drei Joker-Matten. Was die bedeuten, das siehst du ein bisschen später. Ich bin sehr nervös und ich hoffe schwer, dass wir gewinnen. Ja, Mann, das! Nee, lang. Das weiter! Das! Machen! SRF Kids? Ja, wir haben den Melanie. Weiter! Ich bin dort oben gestanden und habe geschrieben, nein, das! Und am Anfang haben wir einfach machen lassen. Weil, was willst du denn machen? Ich habe ja nicht einen Röntgenblick und weiss nicht, was auf welchem. Weil er eine Matte drauf war. Ich und mir haben uns immer besprochen, welches wir als erstes nehmen. Und die Klasse hilft uns, das zweite zu nehmen. So haben wir das abgemacht. Ein Häkli und ein SRF Kids. Wir hatten am Anfang die Glückssträhne. Zuerst haben wir, glaube ich, Beatrice Egli. Glocki! Für mich war es eigentlich richtig cool, weil die anderen haben uns richtig unterstützt, indem sie uns gezeigt haben, wo wir müssen. Und es macht natürlich Freude, wenn man so sich auf die anderen verlassen kann. Ja.
eigentlich gut in Memory, aber es war ja so gross, dass ich habe es völlig unterschätzt. Ja, los, los, los! Welches ist es? Nein, es ist doch! Jetzt bin ich von mir auch! Wer ist das? Wer ist das? Geist! Ja, Geist! Oh Mann! Und wenn man einmal auch hat wollen sagen, dass unter einer anderen ist, so unter einer anderen Matte oder ober einer anderen Matte, dann hat dann und alle reingeschreit und alle ja, gesagt, nein, es ist da, das ist Jasmin und Markus haben es dann gar nicht verstanden, wenn man das gesagt hat. Von oben sieht es halt so cool aus mit den Bildern. Und es sieht so aus wie ein richtiges Memory, einfach im echten Leben. Und das fand ich cool. Ausgerechnet das Team, das gerade in Führung ist, deckt den Totenkopf auf. Das bedeutet, sie müssen eine Runde aussetzen. So doof, Totenkopf gefunden. Wie ist das? Gar nicht gut. Wir wissen, dass sie Kambunchi heisst. Mhm. Also, gell, ihr wisst, ich kann euch nicht helfen. Ja. Und nachher ist es nicht mehr gut geworden, wenn wir am Schluss das eine Wort nicht verwechselt hätten. Viola, was ist passiert? Erzähl mir's. Ja, kurz davor. Ja, ich habe es nicht mehr geschafft. Ah, so näher am Ziel, aber dann das Trio nicht mehr gefunden, meinst du? Ist wirklich alles verloren. Wir haben den Zusatzstern. Meine Runde hat keinen Zusatzstern. Schwand aber. Das ist ein guter Punkt, ein Zusatzstern am Schluss. Plus, es ist ja auch nicht die letzte Challenge. Es ist immer alles möglich bei SRF Kids Next Level, egal wo ihr jetzt gerade in der Rangliste steht. Es gibt ein nächstes Level, ihr wisst es. Ich dachte, das war schon das fünfte Level, Halbfinale. Ich dachte, jetzt kommen wir nicht rein. Deswegen habe ich angefangen zu weinen. Ich dachte, das ist alles meine Schuld. Und als Anna gesagt hat, ja, es hat ja noch ein Level, wo man 30 Punkte abholen kann, dann habe ich gesagt, ich musste noch mal das Gehirn einschalten. Hey, erzähl mir, wie ist es euch gegangen? Ihr habt das letzte Trio gefunden. Es war sehr anstrengend. Das glaube ich. Es ist, vielleicht bleiben wir auf dem ersten Platz, vielleicht werden wir wieder Zweiter. Aber wir hoffen, dass wir auf dem ersten Platz bleiben. Und es war eigentlich richtig cool. Das ist die grosse Frage. Bleibt es der erste Platz oder nicht? Das finden wir jetzt heraus. Netschtel und Schwande haben beide den Joker mit dem Stern drauf gefunden. Das heisst, sie bekommen beide je einen Extra-Stern über. Netschtel hat neben dem Extra-Stern noch drei Trios gefunden und landet bei dieser Challenge auf dem zweiten Platz. Sie bekommen 8 Sterne über. Niederurne lässt ein bisschen an, sie verlieren das Mathe-Memory und sie bekommen darum am wenigsten Stern über. Nur 4 gibt es auf ihr Konto. Das heisst, Schwande, der sich im letzten Level überraschenderweise auf Platz 1 gekämpft hat, kann seinen Platz verteidigen. Schwande gönnt die Challenge und baut ihren Sternvorsprung noch weiter aus. Ja! Ihr
sind auf Platz 1. Erzählt, was geht gerade in euren Köpfen ab? Es ist mega. Es gibt eigentlich kein besseres Gefühl, als Gewinner zu sein. Die Stimmung ist sehr gut in der Klasse. Sehr natürlich toll. Der grösste Teil, weil wir erster Platz sind. Weil wir sind gestern noch auf dem dritten Platz gewesen, und dann haben wir uns auf den ersten aufgesteigert. Das ist, macht natürlich sehr viel Freude. Aber es ist noch alles möglich an dieser Stelle. Was denkst du, was könnte euch helfen, um jetzt doch irgendwie da noch mal einen Push mitzunehmen? Ich glaube, ein bisschen schlafen, dass wir unsere Power wieder aufladen können. Das wünsche ich euch, einen guten Schlaf. Und das ist übrigens gerade ein gutes Stichwort, schlafen. Die Klasse, die gönnt hier bei SRF Kids Next Level, die gönnt eine Nacht im Zoo Zürich. Und erlebt dort unter anderem mit, was eigentlich dir in der Nacht so machen. Und natürlich gibt es noch einen grossen Pokal fürs Schulzimmer. Verpasse das nächste Level nicht. Ich freue mich auf dich. Findest alle Folgen auf srfkids.ch oder auf YouTube unter SRF Kids. Am besten lasst dich das Abo da. Ich hatte richtig Herzklopfen. Also mein Herz ist...